Ja, erstmal herzlich willkommen zu Modern Koi Basic. Hallo. Auf diesen Blog habe ich mich ganz besonders gefreut. Und unsere regelmäßigen Blog-Zuschauer, die vielleicht damals den einen oder anderen Blog gesehen haben, die wissen, weil ich es mal angekündigt habe, dass ich alles, was wir tun, immer wieder in Frage stelle und es immer wieder kontrolliere, ob es noch funktioniert, ob es noch den Effekt hat. Ich habe erwähnt, dass ich irgendwann mal meinen Freund Alex in der Schweiz angerufen habe und habe gesagt, Alex, stell mir eine Charge Number One ohne Mikronährstoffe her. Ja, für was das? Sag ich, ich will einfach mal wieder Versuche machen, ich will es wieder testen. Das war irgendwann im letzten Jahr und ich mache das immer so auf den Winter, weil dann habe ich auch wieder Platz in der Anlage, während ich in Japan bin. Meine Mitarbeiter machen dann hier die Tests und wenn ich dann wieder zurückkomme. Und was mir aber auch immer ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht nur unsere Versuche hier in der Anlage machen, sondern ich gebe dann Arthur Ali, stelle ich palettenweißes Zeug hin und sage, füttert es bei euch. Ja, und wir diskutieren immer, wie füttern Sie was. Jetzt ist es natürlich so, das ist jetzt kein wissenschaftlicher Versuch, also nicht unter wissenschaftlichen Bedingungen, wo man sagt, pro Diät, also pro Futtersorte mache ich 3 Becken und ich muss dann noch Kontrollgruppen und. Sondern die machen es einfach, ganz einfach. Sie haben 3 Teiche. Sie haben hier bis zu dem Tag, haben sie Number One gefüttert, haben jeden Tag ihre Wasserwerte dokumentiert. Und dann habe ich gesagt, und jetzt stellt ihr um auf Nummer 1, genau die gleichen Inhaltsstoffe ohne Mikronährstoffe. Und ich weiß mittlerweile, was Mikronährstoffe können. Weil wir sie so getestet haben auf Herz und Nieren. Und auch dieser Versuch im Prinzip genau wieder das gezeigt hat, was anzunehmen war. Und ich weiß nicht, ob Sie den einen der interessantesten Modern Koi Blogs überhaupt, Herr Dr. Neumeier, erklärt die Mikronährstoffe. Hast du ihn angeguckt? Ja. Sensationell. Ja. Man muss ihn vielleicht 2-3 Mal angucken an manchen Passagen, weil man es einfach nicht versteht. Aber mit dem Darmmikrobiom, das ist einfach eine gigantische Story. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir haben danach Anfragen gehabt von Universitäten, die gesagt haben, das ist gerade im Zentrum der Forschung bei uns. Wir würden gerne wissenschaftlich mit den Mikronährstoffen arbeiten. Das, was wir von Herrn Dr. Neumeier dort gehört haben, ich wusste gar nicht, dass solche Leute, die mich da kontaktiert haben, Modern Koi überhaupt schauen, hat uns dermaßen überzeugt. Ja, wir wollen einfach mehr davon wissen. Wir würden es gerne testen. Wir würden arbeiten daran machen. So, wir sind keine Wissenschaftler. Wir sind mehr die 3 vom Koi-Teich. Wir haben gute Messtechnik, wir haben die Möglichkeiten, ist auch wichtig, wir haben die Fische, wir haben das Futter, ist auch wichtig, hat ja auch nicht jeder den Vergleich, dass man einfach mal sagt, man nimmt aus einem Futter, wenn Sie jetzt Futter X füttern und Sie wollten wissen, was kann ein Inhaltsstoff, was bewirkt ein Inhaltsstoff, haben Sie ja gar keine Möglichkeit, ihn rauszunehmen. Und dank der Firma Hokovit haben wir das und haben schon so viel, ihr habt ja, wie viel unterschiedliche Fettfutter habt ihr gefüttert? Genug. unfassbar viel. Können wir auch irgendwann mal zeigen, dass wir da alles, wir haben nur einen ganz kleinen Bruchteil davon überhaupt veröffentlicht. Das hier ist jetzt spannend. Bisher wurde Number One mit Mikronährstoffen gefüttert. In keinem Futter sind mehr Mikronährstoffe drin wie im Number One. Auch da haben wir Tests gemacht, wo ist die Grenze, ab welcher Menge nützt es nicht mehr. Und dann habt ihr hier umgestellt auf Number One ohne Mikronährstoffe. Und was ist dann passiert? Also mal zum einen gesehen, dass die grundsätzlich Nitritammonie ein bisschen angestiegen ist, Phosphat ist hochgegangen und vor allem die Wassertrübung hat zugenommen. Weil das Gefühl der Kot auch geändert hat von den Fischen. Also. Was hat uns Herr Dr. Neumeier über das Darmmikrobiom, über die Futterverwertung, über all das gelernt? Genau das. Ja? Je besser das Mikrobiom auf die Futterverwertung konditioniert ist, auf die Futterverwertung, Umwandlung, Umarbeitung, bla bla bla, desto weniger kommt hinten raus, desto mehr bleibt im Fisch drin. Und je mehr im Fisch drin bleibt und je weniger über den Kot ausgeschieden wird, gucken Sie zum Thema Phosphat unsere Blogs nochmal an, desto geringer ist das Phosphat. Weil über den Kot wird der Löwenanteil des Phosphats erst in gebundener Form ausgeschieden und dann löst es sich innerhalb der ersten Stunden aus dem Phosphat, aus dem Kot löst sich das Phosphat raus und ist dann im Wasser nachweisbar und schon, über wie viele Tage sprechen wir hier? 25 Tage. Ja. Es hat gerade mal einen Monat, nicht mal einen Monat gedauert, um hier das Darmmikrobiom
umzuswitchen, dem Darmmikrobiom zu zeigen, hier sind keine Nährstoffe mehr. Also der Mikronährstoffeffekt hat einen Monat nachgewirkt und dann ist es hoch von durchschnittlich, ich sage mal von 3, ja, zwischen 2 und 4, na, sagen wir, hier sind wir bei rund 3 Milligramm pro Liter Phosphat, hochgeschossen auf 8 bis 9 Milligramm, das Dreifache. Ja. Ob man das jetzt 1:1 umrechnen kann und sagen kann, man hat die dreifache Menge Kot, keine Ahnung. Aber es spiegelt genau das wider, was ich Ihnen immer sage. Es dreht sich alles ums Futter. Wie viel Sauerstoff Sie brauchen, wie viel Kot Sie haben, wie viel Ammonium, wie viel Nitrit entsteht, wie viel Nitrat Sie haben werden, wie viel Phosphat. Alles. Wie Sie hier pH-Wert einstellen wird, wie Ihre Fische wachsen, wie gesund Ihre Fische sind, wie schön Ihre Fische sind und am Ende auch, wie lange Sie leben. Weil, schauen Sie sich das mal an, wie wenig Durchsatz durch den Fisch da ist, bei gleicher Futtermenge. Und plötzlich hier, das ist Ammonium und Nitrit, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also, mit anderen Worten, es bleibt hier viel mehr im Fisch drin, so würde ich es jetzt mal interpretieren. Und darüber können wir nachher auch, weil das geht ja übers Eiweiß, das ist das Futter-Eiweiß. Ja? So, dann behaupte ich, aber ich stelle es nachher mal, wenn Sandra dann hier sitzt auf dem heißen Stuhl, dann frage ich mal Sandra, aber ich würde es jetzt einfach so interpretieren. Darüber generiert sich das bessere Wachstum, weil einfach mehr im Fisch drin bleibt. Und hier wird es ausgeschieden. Aber ist das nicht krass? Jetzt schauen wir uns die nächste Folie. Das bist du. Genau, so mein Teich. Genau der gleiche Versuch. Ja? Wir kommen hier. Er hat einen Trommelfilter, aber am Ende von der Bürste. Das ist nach dem Umbau. Das ist nach dem Umbau, ja. So, der Filter ist noch nicht so gut gelaufen damals. Wir sind hier. Auch zwischen 3, ja, also so um die 3 Milligramm Phosphat. Hier wird umgestellt, du hattest hier vorher schon mal eine Spitze. Wo kam die her, diese Ammonium- und Nitritspitze? Weißt du jetzt nicht mehr. Kann ich jetzt so nicht sagen, ne? Ja, die waren so gut. Spitze ist jetzt übertrieben, ging auf so 0,2 bis 0,3 hoch. So, dann ging es nochmal runter. Dann plötzlich geht es hoch. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ist eins weiter. Zurück, oder? Ja. So, okay. Dann geht's hoch, Ammoniumnitrit bis auf 0,5 und bleibt hier erstmal oben. Und nachdem wieder um, ne, hier ist auch noch ohne Mikronährstoffe. Genau, das ist bis vor. Bis vor. Also, dann hat sich's. Wir kommen von hier mit Mikronährstoffen, Ammoniumnitrit und machen einfach ein Offset. Das muss man sich überlegen. Wir sind vorher um die 0,05 Milligramm pro Liter und machen einfach ein Offset um 0,2, wo einfach die Werte höher sind. Und das Einzige, was im System verändert wurde, bei ungefähr gleicher Temperatur, gleiche Futtermenge, alles gleich, mit nur einem Stoff, diesen göttlichen Mikronährstoffen, ja, hat sich schlagartig das alles verändert. Aber jetzt kommt trotzdem was Interessantes. Jetzt sind wir in der Außenhalterung. Da, wo die Jungs ihre Fische großziehen, ihre Jumbo-Koi von morgen. Ja? Ja. Und was sehen wir hier? Nahezu keinen Einfluss. Ja. Man könnte sich jetzt einbilden, hier hat man ein paar Spitzen mehr. Ist wahrscheinlich auch so. Ja? Man könnte, wenn man jetzt genau guckt, wenn man jetzt sagt, ich bin mit den Mikronährstoffen verheiratet und ich brauche jetzt ein richtiges Ergebnis, könnte ich sagen, hier bin ich vielleicht um 0,05 höher. Ja? Aber ich sage Ihnen eins, das wird wahrscheinlich nicht mal der Fall sein. Ab wofür wirst du wieder Number One? Ab hier. Im Prinzip hier haben wir dann verschiedene Testfutter gehabt, die man dann... Ah, okay. Ab hier, aber ab hier ist ungefähr Number One Basis, kann man sagen. Okay. Ich sage Ihnen eins, und auch da werde ich gleich nachher mit Sandra drüber reden. Hier geht es um ganz andere Koi. Bei Arto Ali, in den Teichen, die wir vorher gesehen haben, das sind die ganz normalen Bestände, wie Sie sie auch haben. Große Koi, Koi am Ende ihres Wachstums, Koi mit 80 cm, die einfach nur noch 0,3, 0,4, 0,5% von ihrem Körpergewicht am Tag brauchen. Die sind nicht mehr, also nicht der ganze Bestand, da hat es auch welche drin, aber das sind nicht mehr die Super-Tatte Koi. Hier. Das ist die Speerspitze der Zucht. Das sind die Superverwerter. Und das habe ich Ihnen schon immer gesagt. Diese Superverwerter, die sind
gänzlich unbeeindruckt, was sie machen. Die haben wir auch immer in ihren Futterversuchen. Weißt du das noch? Ja. Wenn wir Futter umgestellt haben, keine Ahnung, irgendwas gemacht haben. Es gibt immer die ein, zwei Fische, die sind völlig unbeeindruckt. Die wachsen einfach immer weiter. Egal, mit Mikronährstoffe, ohne Mikronährstoffe, 30% Protein, 40% Protein, Fliegenlarvenmehl, egal was, die wachsen einfach immer weiter. Den kann man gefühlt Styrodurplatten füttern. Ist echt das wirklich so. Ist völlig krank, oder? Ja. So, das mit Versuche mit solchen Fischen spiegelt nicht das wider, um was es in den eigentlichen Keuteichen geht. Ja. Und darum sieht man, die Superverwerter, die bauen ganz anders ein. Darum darf man auch nicht unbedingt, und das habe ich ja immer wieder mit Makoto gehabt, Makoto ist ganz nah an unseren jetzigen Rezepturen mit allem drum und dran, ist völlig begeistert. Ja. Sein Vater ist noch begeisterter, also was heißt noch begeisterter, ein 70-jährigen Japaner, der 50 Jahre, 60 Jahre seines Lebens nur Koi gemacht hat, da überhaupt mal ein offenes Ohr zu bekommen, ist schwierig. Ihn dazu zu bringen, dass er was umsetzt, was man selber hier 10.000 Kilometer von Japan entfernt herausgefunden hat, das ist nahezu unmöglich und er hat es komplett übernommen und ist völlig begeistert davon. Aber bei den Japanern darf man auch nicht vergessen, die behalten immer die Superverwerter für sich. Ja? Und die anderen Fische werden verkauft, das ist ganz normal, das ist einfach in der Sortierung, an der Sortierung geschuldet. Und darum sieht man, in so einem Fall, ja, in so einem intensiven Aufzugbecken, wo man auch nur ganz spezielle Fische reinsetzt, ist der Unterschied am wenigsten. Aber habt ihr hier gemerkt, ohne Mikronährstoff, ihr habt einen Bürstenfilter dran, dass mehr Kot angefallen ist? Genau, also der man hat auf jeden Fall gesehen, dass sich das Wasser verändert hat. Das ist eindeutig negativ. Negativ, genau. Der Kot im Bürstenfilter hat sich geändert. Das war mehr so grisselig, nicht mehr so fetched im Prinzip. Und was man hier auch ganz klar sagen muss, wieso das hier auch nicht so zum Tragen kommt, wir haben hier verhältnismäßig viel mehr Wasserwechsel, was ja das Phosphat grundsätzlich reduziert. Das kann gar nicht so durch die Decke gehen. Genau, wir müssen ja dafür sorgen, allein schon, weil wir so viele Fische im Becken haben, dass wir viel mehr Wasserwechsel machen und die 600 Liter, die wir am Tag zulaufen lassen, haben hier halt einen viel größeren Effekt. Und was noch dazu kommt, vielleicht kann ich gerade nochmal eine Folie zurück. Wir haben bei unserer Teiche immer noch das Thema, das war jetzt, hier sieht man ja, das ist der Jahreswechsel. Das heißt, hier haben wir Januar gehabt und dann kann man sich ausrechnen, wo man dann irgendwo landet. Auf jeden Fall war das Frühjahr. Und im Frühjahr füttern wir ja verhältnismäßig im Vergleich zum Sommer viel weniger. Wir haben da immer so zwischen 300 und 500 Gramm gefüttert im Vergleich zu meinem Teich, einem Alis-Teich. Und bei der Futtermenge hatten wir schon diesen Effekt. Man muss ja, Martin sagt ja, was Futter, das ist der größte Einflussparameter. Und wenn man den Versuch jetzt im Sommer gemacht hätte, bei dreifacher Futtermenge, dann wäre das wahrscheinlich noch völlig eskaliert. Ja. Also ich sehe es bei uns in der Anlage. Ich habe früher, als wir noch ohne Mikronährstoffe hier gearbeitet haben, stellenweise. Ich musste die Filter hier dreimal in der Woche spülen. Und wenn ich die eine Spülung übers Wochenende drüber ging, hat es sein können, dass hier aus den Filtern kein Wasser mehr rauskam, dass es nur noch ein Rinnsal war. Man durfte ausspülen nie vergessen. Mittlerweile zweimal ist Pflicht, aber wenn man es mal an den Becken vergisst, was nicht passiert, aber das würde man nicht mal merken. Also die Kotmenge ist um so viel geringer und das entlastet halt immer die Anlage. Und ich sage Ihnen, das richtige Futter und die richtige UV-Bestrahlung. Irgendwann haben wir mal damit geworben, bevor Sie Ihren Filter umbauen, probieren Sie Konishi Number One. Und ich sage Ihnen, ganz viele Anlagen würden schon perfekt laufen, wenn Number One gefüttert wird. Und nicht nur, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist teure Futter und klar, logisch, so, aber nein. Sie brauchen weniger Betriebsstoffe, Ihre Fische sind gesünder, Ihre Fische leben länger. Das sind die Summe vieler, vieler, vieler Vorteile, bin mir ganz sicher. Ja. Super. Definitiv. Sind wir gespannt, was Trendy Sandy mitzuteilen hat. Sind Sie wahrscheinlich gleich so ganz gut. Glaube ich nicht. Also, ciao. Ciao.